Hi, ich bin heute in München, weil ich hier verschiedene Caster besuchen fahre. Und da nehme ich euch mit hin. Wenn ein Regisseur seinen Film besetzt, dann wendet er sich in der Regel nicht an die Schauspieler direkt, sondern an eine Castingagentur. Und die schlägt ihm dann für die verschiedenen Rollen die verschiedenen Schauspieler vor. Und deswegen ist es total wichtig, mit den Castern in Kontakt zu sein. Na dann, los geht's! Dream Team Munich. Wir gehen jetzt zu Steven Sigter, ein ganz beliebter Caster in München. Perfect timing! Grüß dich, Leila. Hallo. Schön, dich zu sehen. Na? Hi. Na? Ja, komm erst mal rein. Ja. Ein ganz klassisches Casting. Ja, kriegt man schon mal gleich den ersten Schock oder den ersten Eindruck, wie auch immer. Es gibt Millionen Schauspieler. Nicht gerade Millionen, aber es gibt eine ganze Menge. Schau doch mal, die sind sogar doppelreich. Nach wie vor ein beliebter Beruf, kann ich dir nur sagen. Wie viele Demobänder hast du hier? Naja, ich habe jetzt verteilt auf meine Räume, das sind 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 5.000. 5.000 ja, Demobänder? Ja. Ist ja nicht wahr. Ja. Hast du meins auch dabei? Jetzt hast du mich aber... Warte mal. Aber ich habe 100 sein. Jahre keine Demobänder verschickt. Ich guck mal. Ja, ist ja alles online mittlerweile. Ich hab's. Guck mal hier. Ernst? Ja, tatsächlich. Das ist nicht guck mal hier, das könnte eins deiner ersten Demo. Ja, genau. 2011. Ja, genau. Da siehst du mal. Oh, ist das. Ja, jetzt bist du ja online. Jetzt bist du ja richtig schön online präsent. Ne? Aber damals. Ja, guck mal, so hat das ausgesehen. Da hast du mir sogar. Guck mal hier. So was gibt's ja fast nicht. Da hast du mir noch eine ausgedruckte Vita. Guck mal, wie sich das gehörte damals. Damals, vor 5 Jahren. So hast du das ganz korrekt gemacht. Ja. Guck mal. Bild auf dem. So was gibt es heute nicht mehr. Steven besetzt eigentlich Filme und Serien, aber er interessiert sich sehr fürs Theater. Und ich glaube, viele Caster schätzen, wenn Schauspieler nach wie vor auf der Bühne stehen. Genau so ist es. Richtig formuliert. Ich würde ganz gerne mit dir hier eine Szene... Ah cool, du liest mit. Ich lese mit. Lass uns mit dieser Szene an, das ist eine Verhörszene. Vor 2 Wochen wollte er mir meinen... Geld zurückgeben. Es hat aber nicht geklappt. Und um mich zu beruhigen, hat er mir von dieser Geldquelle berichtet. Er hätte da jemanden in der Hand und dieser jemand würde ihm eine größere Summe zahlen. Und wer genau ist diese Geldquelle? Ich habe es nicht rausgefunden. Ja, und womit hätte er diese Person in der Hand? Dieser Junge, der vor 2 Jahren überfahren wurde. Tobias. Benno hat's gewusst. Super! Hat mir gut gefallen. Yay! Yeah! Schau mal, und jetzt habe ich von dir mal so ein bisschen noch ein paar andere Farben einfach. Weißt du? Finde cool, ich sehr, ich sehr cool. Yeah! Es war total cool bei dir. Es hat echt Spaß gemacht. Super. Und du warst ganz fokussiert und hast die Aufgabe top gemanagt. Wirklich ganz toll. Danke. So, das war jetzt echt ein schöner Termin. Ich gehe jetzt weiter zu 2 anderen Castern. Da darf ich die Kamera leider nicht mit reinnehmen. Aber drückt mir die Daumen, dass es genauso cool wird. Ciao.